Hallo und herzlich willkommen hier zu Football Bromance TV auf YouTube und heute an unserer Seite. Wir hatten schon viele hier am Start, aber heute ein ganz besonderer Gast aus Österreich. Björn Werder und mir zugeschaltet ist der Stolz von Innsbruck, der Stolz aus Tirol, Running Back Sandro Platzmann. Sandro, grüß dich. Hallo. Hallo. So, jetzt ist es. Komm, Björn. Wir haben gerade gequatscht. Er hat gerade gesagt, er hatte schon 30. Wie viele Interviews hattest du heute oder in der Woche? Gib mir die Woche. Wie viele Interviews hattest du? Die Woche nicht viele. Drei. Vielleicht zwei, drei. Die meisten waren am Anfang dann gleich mal. Aber seit wann? Letzte Woche oder vor eineinhalb Wochen kam es raus. Du bist durch das NFL Pathway Programm. Hast du mindestens schon ein Practice Squad Spot bei den New York Football Giants? Wie fühlt sich das an? Extrem geiles Gefühl. War jetzt großteils schon ein gerader Weg, den ich gegangen bin. Aber auch, sage ich mal, die letzte Zeit war es dann doch ein bisschen holpriger, als man jetzt von außen her vermuten würde. Deswegen bin ich sehr froh. Also ich glaube, die Giants sind ein mega cooles Team. Und ich kann es kaum erwarten. Aber Sandro, du hast ja gesagt, dein Weg war ein bisschen holprig in der letzten Zeit. Was war denn holprig an deinem Weg? Ich bin draufgekommen, dass ich, also eigentlich erst nach dem Testing, was mir gehabt haben letzten Herbst, bin ich dann im Dezember draufgekommen, dass ich eigentlich so kommende Kniebeschwerden bekommen habe. Habe das Ganze dann untersuchen lassen und bin dann draufgekommen, dass ich vermutlich schon seit der letzten Saison einen Meniskusriss gehabt habe. Und habe den dann drei Wochen, bevor ich rübergeflogen bin zum Trainingslager, operieren lassen müssen. Und dann, normalerweise braucht es 6 Wochen und das war dann nach 3 Wochen, war schon natürlich etwas früh dann wieder voll anzufangen, aber der Arzt hat gesagt, es geht und ich muss halt smart sein. Und wie bitte? Warte. Du bist jetzt so im Oktober nach Deutschland gekommen, zu diesem NFL Pathway Workout Combine, korrekt? Das meinst du mit dem Workout? Genau. Da hattest du ein Combine. Da hast du abgeliefert, wurdest eingeladen nach Florida zu der IMG Academy, wo der David Bader, den kennst du ja, den hatten wir auch schon hier, da hast du mit ihm trainiert. Und du hattest 3 Wochen davor, hattest du dir deinen Meniskus operieren lassen. Im Jänner. Im Januar. Und dann hast du nach 3 Wochen Gas gegeben in deiner, weißt du, die größte Chance, die du jemals hattest. Und dann hast du sogar noch durchgezogen und geschafft. Respekt. Wirklich Respekt. Geiles Ding. Das zeigt aber auch, was du für ein Athlet sein musst. Ne? Ich kenne dich ja ein bisschen, Patrick, ne? Du kennst ihn, hast gegen gespielt, französische Nationalmannschaft. Also, wir kennen dich ja so ein bisschen. Ne? Österreich. Das ist brutal. Ne? Und wie fühlt dich dein Knie jetzt an? Ist gut wieder alles? Sehr gut, ja. Na, es war ja von dem her. Meniskus OP, wenn es jetzt nicht, wenn man nichts repariert, sondern einfach nur ein bisschen was rausschneidet, dann geht es eigentlich. Ich als Medizinstudent kann mir da jetzt ganz gut aus, zumindest auch. Das hilft vielleicht auch. Aber es war schon schwierig, das Ganze, wenn man sich denkt, jetzt habe ich die Chance meines Lebens und ich habe noch nie eine Operation davon machen müssen und auf einmal habe ich da ein Problem und stellt sich alles in Frage, ob es jetzt überhaupt noch hinhaut. Habe das noch kommunizieren müssen, wie es ausschaut und dass ich eventuell die ersten Wochen nur locker trainieren werden muss. Wobei das dann eigentlich ganz gut gegangen ist. Okay, Sandro, Björn prescht schon wieder vor. Ne? Der ist schon wieder mittendrin. Gleich sagt er wieder, öffne dich. Wir müssen ja mal am Anfang anfangen. Du spielst Running Back. So, da draußen sind ganz viele, die den gleichen Traum haben wie du. Erzähl doch erstmal überhaupt, wer ist Sandro Platzkommer? Wo bist du geboren? Wo kommst du her? Wo hast du deine Football-Wurzeln? Ich weiß natürlich, wo du sie hast. Aber viele, die hier zuschauen, kennen dich nicht, weil du in Österreich spielst und sagen, für die kommst du aus dem Nichts. Aber meine Güte, du hast ja schon richtig was gerissen. Gib uns doch mal so einen Überblick einmal, wer ist der private Sandro Platzkommer, was hast du gemacht, gelernt, studiert und wer ist der Sportler? Und erzähl mal ein bisschen was über deinen Werdegang privat und auch sportlich. Also ich war als Kind immer sehr, ich habe sehr viel Energie gehabt, also als kleines Kind schon. Habe recht viel Sport immer gebraucht und mit 6 Jahren bin ich dann schon durch meinen Vater und den Bruder auch, die beide, also mein Papa hat damals schon ein bisschen Flag Football dann gespielt und mein Bruder hat eben vor mir schon angefangen, der ist 2 Jahre älter, mit dem habe ich auch immer competen müssen, das hat mir immer viel gebracht und dann habe ich mit 6 Jahren im Football angefangen, also 16 Jahre habe ich gespielt, das ganze Nachwuchsprogramm bei den Raiders durchgemacht, sehr, sehr viel Glück gehabt auch mit, ich meine, wir haben immer gute Coaches bei den Raiders eigentlich gehabt und seit langem eigentlich, aber ich war schon in den Jahren immer drinnen, wo es dann eigentlich alles am besten war, oder wirklich sehr gut schon war, sage ich jetzt mal. Habe viele amerikanische Coaches auch gehabt, also viele Inputs gehabt und bin dann sozusagen, also ich habe die Schule nebenher natürlich ganz normal gemacht, bin dann mit 18 zur Kampfwirtschaft, habe dann
mehr oder weniger seit der Kampfwirtschaft auch Medizin nebenher studiert und bin da jetzt im 8. Semester. Pausiert jetzt natürlich, wenn ich jetzt rübergehe. Aber ich habe trotzdem das Ganze durchgemacht. Was wäre denn sozusagen dein Plan B? Du studierst Medizin bis am 8. Semester. Wäre Football nicht da, was wäre aus Sandro Platzkoma geworden? Wäre Football gar nicht da? Oder jetzt ja. NFL nicht da? Okay. Ja, nee, wäre Football gar nicht da. Das weiß ich nicht. Ohne Sport geht es bei mir im Leben nicht. Ich glaube, das können viele Athleten, sage ich mal, so verstehen, wenn ich das so sage. Also ohne Sport ist bei mir, Sport hat mir auch immer weitergeholfen. Also ich habe nie ein Training sausen lassen wegen Matura oder wegen irgendwelchen Prüfungen. Wenn Leute 12 Stunden am Tag lernen, habe ich halt nur 5 Stunden gelernt, bin dafür trainieren gegangen. War dafür aber auch produktiver. Also der Sport hat mir immer weitergeholfen und ich kann es mir nicht vorstellen. Also, und ich weiß auch nicht, welchen anderen Sport ich so gern gespielt hätte wie Football. Wahrscheinlich hätte ich dann von allem ein bisschen was gemacht. Ja, ich meine, du hast mit 6 angefangen, bist du da das ganze Jugendsystem bei den Swag Raiders gegangen. Ich meine, da kennen wir auch alle, Schuhan Vater, der ist dann rübergekommen aus Berlin. Die haben Florian Greint, ne? Das ist ein Coach, langjähriger Coach für dich. Und was waren da deine Highlights? Weil, wie gesagt, ich glaube, ein österreichischer Kicker hat es jemals geschafft und du bist der erste Feldspieler aus Österreich, der eigentlich das NFL, ja, die NFL-Facility sehen wird. Das ist ein Riesenschritt für das ganze Land, für das ganze American Football-Land Österreich. Ne? In Deutschland haben wir jetzt schon ein paar Jungs gehabt, aber was du gerade für Türen öffnest für die anderen Jugendspieler, sind ein paar in Amerika, die ganzen anderen 6-Jährigen, die jetzt anfangen bei den Swag Raiders in Wien. Wie fühlt sich das an, einfach da der Erste zu sein? Ja, es ist auf jeden Fall extrem cool, wenn man bedenkt, dass jetzt so, sage ich mal, die meisten, die was in die NFL kommen, sind auch aus Deutschland, waren ja schon im College. Das ist ja bei mir ganz anders. Also ich bin wirklich in Österreich Raiders Nachwuchs, dann Nationalteam. Und also ich bin da auch bekannt von dem Ganzen her, weil ich da noch alles durchgemacht habe. Und jetzt lastet das, das steht jetzt alles so hinter mir und alle stehen hinter mir in Österreich, weil ich sozusagen das Ganze repräsentiere. Wie der Nachwuchs, wie ist der ganze Football in Österreich? Wenn man nur Football in Österreich lernt, wie kann man dann sein? Und ich glaube, das ist eine Riesenmöglichkeit. Und wenn ich da jetzt ein bisschen was erreichen könnte, noch mehr als bis jetzt, dann wäre das ein Wahnsinnserfolg und würde auf jeden Fall Football in Österreich und vielleicht in ganz Europa schon deutlich weiterbringen. Sandro, ich kenne dich ja auf dem Feld einmal als gegnerischer Headcoach. Und dann natürlich auch, ich war ja letztes Jahr bei Schuhan dabei, da habe ich euch ja besucht und war die Woche vorm Austrian Bowl bei euch und an der Seitenlinie mit dabei. Also ich habe dich ja firsthand gesehen. Du bist ja schon echt ein verdammt guter Athlet, sonst würdest du jetzt nicht bei den Giants sein. Erzähl doch mal den Leuten da draußen, wie groß bist du, wie schwer bist du? Ich weiß, dass du verdammt viel Speed hast. Ich erinnere mich an die EM, da hast du, glaube ich, Stretchplay, ein langes oder was, Inside Zone, hast du um 3 gewirkt, ne? erzähl doch mal, wie groß bist du, wie schwer bist du? Das ist für ein schlechter Headcoach. Gott sei Dank hat der schlechte Headcoach das Spiel gewonnen. Egal. erzähl uns mal, wie groß bist du, wie schwer bist du, wie schnell bist du vor allem, weil ich glaube, das ist eine große Sache, die sich ganz viele Jungs da draußen gar nicht vorstellen können, wie viel man arbeiten muss, um so erlebt zu werden wie du auch. Ja, da gehört einiges dazu. Ich bin jetzt 1,81, habe gute 90 Kilo, 92 Kilo. Also bin ich eher auf der leichten Seite, so ziemlich McCaffrey-Size eigentlich. Und was ja momentan am Kommen ist in der NFL, was ja von dem her ein Vorteil für mich ist. Aber natürlich als Europäer, der weiß ist, der jetzt nicht extreme Size hat, werde immer so ein Chip auf meiner Schulter haben, sage ich jetzt mal. Also ich werde wahrscheinlich dort immens unterschätzt werden. Das weiß ich jetzt schon und auf das bin ich vorbereitet. Aber ich denke, das habe ich immer, deswegen habe ich immer mit meinen Athletik punkten müssen. Und da gehört viel Training dazu, natürlich auch viel Glück, dass man gegen welche Leute man competet, welche Coaches man hat in der ganzen Karriere. Und natürlich auch das Talent, was man von Grund auf schon mitbringt. Und einfach extrem viel Arbeit, extrem viel Zeit, die man da investieren muss, auch in den Sport. Über die ganzen Jahre. Was würdest du dann sagen, was ist deine größte Stärke als Running Back? Du hast gesagt, du bist von der Size nicht ein Riesentyp. Was ist deine Stärke? Speed, Agility, Vision? Wie würde Sandro einordnen? Ja, also
was sie mir auch gesagt haben, in Amerika, grundsätzlich bin ich von Athletik her vergleichbar mit einem NFL Running Back. Vom 40er Dash mit den 4-5, das ist okay. Das ist okay für den NFL auch. Es ist natürlich nicht top, es sind keine 4-3. Das heißt, ich muss einfach das da... Das läuft aber auch nicht jeder Running Back da drüben. Nein, ist eh klar, aber meine größte Stärke ist, glaube ich, einfach die Explosivität, die ich so eigentlich fast untrainiert auch habe. Also bei uns bei den Testings, bei den Raiders, habe ich das im Nachwuchs schon gemerkt und in den letzten Jahren, dass einfach bei vielen Drills kann mir einfach da keiner einholen. Auch weil ich natürlich mehr trainiere wie die anderen, aber von Grund auf weiß ich auch, dass ich, sag jetzt mal, eine Grundlage habe, die nicht jeder hat. Und springe einfach da um einige Zentimeter weiter wie andere. Bin bei Richtungswechsel extrem schnell. Ich glaube, diese Quickness, diese Explosivität ist das Wichtigste oder das, was mir am meisten weiterhilft. Und auch die Vielseitigkeit, sage jetzt mal. Weil ich bei den Raiders immer alles gespielt habe, eigentlich, was man mir braucht hat. Von Returner bis Running Back natürlich, bis Receiver auch. Das heißt, ich bin auch auf Routen gelaufen und kann demnach Bälle fangen. Also das wird alles wichtig sein, dass ich da drüben auch natürlich mich in den Special Teams etablieren kann. Und eben, ich glaube, diese Vielseitigkeit und Explosivität, die ich habe, die ist schon eher einzigartig und mit der, auf die muss ich aufbauen. Ja, man muss das ja nochmal festhalten. Ne? Du hast gesagt, du bist Running Back. Du bist ein weißer Running Back, das sieht man schon nicht oft. Die nenne ich ja schon den österreichischen Christian McCaffrey, ne? Habe ich schon Headlines gesehen. Mega geil, ist geil. Und dann muss man die. Muss ich mal erst noch verdienen, richtig. Da hast du vollkommen recht, aber ich mag auch dein Mindset, wie du schon gesagt hast, ja, was ich bis jetzt erreicht habe und ich will noch viel mehr erreichen. Das ist ein Competitor, der so spricht, ne? Und jetzt nicht nur sich ausruht auf das, was du bis jetzt geschafft hast, sondern du hast noch Ziele vor dir. Aber trotzdem muss man das jedes Mal, weil ich da involviert bin, was du gerade für Türen öffnest, generell für Europäer. Du weißt es, Patrick weiß es, ich weiß es. Oft Europäer, also oder die Spieler, die aus Europa kommen, sind Offensive Liner, Defensive Liner. Selten haben wir Skill-Jungs. Und vor allem nicht ein Running Back. Und da sollten wir auch in Deutschland die Jungspieler sagen, wow, Sandro, geiles Ding, ne? Weil du öffnest gerade wirklich den Skillspielern einfach ja, Türen, aber auch die Träume. Machst Träume wirklich. Es ist möglich, ne? Aber meine andere Frage war jetzt wirklich, du wirst mit, ich weiß, du bist ein Christian McCaffrey-Fan, aber du wirst mit einem der besten Running Back im Raum sein, Saquon Barkley. Wie krass ist das für dich? Was, keine Ahnung, bist du nervös? Da freust du dich drauf, ihn auszufragen? Ich meine, ich mag den Typ, wenn ich den zugucke, dann muss ich jedes Mal lachen und ich freue mich, bin ich ganz ehrlich. Das ist so ein Spieler. Ja, es ist noch einerseits eine Ehre, weil er wirklich, wie gesagt, ich glaube, er ist der beste Athlet, der beste, zumindest auf der Runningback-Position, der beste Athlet in der NFL. Wenn man schon nicht sagt, er ist mit Sicherheit der Beste, ist er mit Sicherheit der beste Athlet. Das heißt, von dem ist schwierig, also die Athletik abzuschauen, von so einem Typen ist natürlich schwierig, weil der auf einem anderen Level nochmal ist. Da kann ich einfach nicht einfach sagen, okay, das mache ich auch, sondern da muss ich einfach die Dinge rausnehmen, die er gut macht und versuchen einzubauen in meinem Game, sage ich jetzt mal. Und ich werde natürlich jetzt auch nicht darüber gehen und gleich versuchen, mit ihm zu competen und so, das ist logisch. Ich werde versuchen, seine guten Traits, sage ich mal, anzunehmen und dann mit den Running Backs, die eher am unteren Ende vom Roster sind, die mir sozusagen letztendlich, wenn ich dritter, vierter Running Back sein könnte, dann praktisch der Next Up sein könnte im Active Roster oder sogar als Special Teamer irgendwie reinkommen, das wäre natürlich das Ziel, das erste Ziel, was ich vor Augen habe. Also das wäre auf jeden Fall ein Wahnsinn. Guck mal, da sind wir doch bei der Frage. Dein Ziel ist also nicht, ich gehe da rüber ins Camp und bin dann auch im Practice Squad, sondern du sagst, du willst da rüberfahren, dich von deiner besten Seite auch in den Special Teams zeigen und auf dem active 53-Man-Roster sein, Special Teams, vierter Running Back, dritter Running Back sein, wahrscheinlich dann der vierte oder ja, vierte wahrscheinlich. Also das ist dein Ziel. Du bist da nicht drüben, um ja, jetzt zu sagen, ich will jetzt mal ein Jahr leer, vielleicht noch ein zweites Jahr und dann mal gucken, sondern du willst sofort angreifen. Ja, also ich gehe das Ganze einfach Schritt für Schritt an. Das habe ich bisher auch gemacht. Ich bin jetzt, also, sage jetzt mal, schon einen riesen Schritt gegangen, dass ich so wirklich reinschaffe in die NFL. Vor einem Jahr hätte man das nie gedacht, wo ich noch bei den Raiders gespielt habe. Ich meine, man sagt dann immer wieder mal, ich gehe mal rüber, so spaßhalber, aber ernst hat es eigentlich noch niemand, oder zumindest ich habe es noch nie ernst genommen. Und jetzt, dass die Chance jetzt auf einmal da ist, ist ein riesen Step. Und jetzt gehe ich einfach Step für Step weiter. Also der nächste Step, ob es jetzt ein Jahr lang braucht oder ob ich es im ersten Jahr schon schaffe, jetzt vor allem mit verkürzten Trainingszeiten macht es das nochmal schwieriger. Aber das Ziel ist auf jeden Fall erst einmal, den Roster zu schaffen natürlich. Und dann kann ich Step für Step vielleicht weitergehen. Und
man weiß nie, wenn ich praktisch einmal der Next Man up bin oder sowas, dann passiert eine Verletzung und dann ist schon soweit. Also das wäre, Jakob Johnson ist natürlich schon sehr weit gekommen und hat gezeigt, was möglich ist. Und ich glaube nicht, dass es unmöglich ist. Aber wie gesagt, sie werden mich, glaube ich, sehr unterschätzen, auch was das Wissen, sage ich jetzt mal, betrifft. Das habe ich auch auf der IMG Academy gemerkt, dass ich, sage ich mal, vom Football-Wissen her eigentlich oft weiter bin wie viele. Wie viele Combine-Leute, sage ich mal, die was ins College kommen. Von dem her, glaube ich, bin ich jetzt nicht weit hinten oder gar nicht hinten. Und ich muss einfach da mich von der besten Seite zeigen. Ja, du hast es auch gesagt, ne? Die verkürzte Zeit wegen der Corona-Krise, aber die anderen Jungs haben ja auch die verkürzte Zeit. Ne? Das wird, gibt einfach ja. Der Beste. Warst du schon mal privat in New York? Na, noch nie. Es wird dein erstes Mal in New York. Bist du direkt aus Innsbruck? Nur am Flughafen. Nur am Flughafen, aber du warst noch nie in New York unterwegs. Boah, ja. Hast du ein bisschen Respekt vom Big Apple? Weiß ich nicht, freust du dich drauf, in so einer großen Stadt zu sein? Weil ich meine, du kommst Innsbruck-Umgebung oder kommst du aus der Stadt Innsbruck? Wo kommst du genau her? Ich komme aus dem Randgebiet von Innsbruck. Also ich lebe schon so halb am Berg oben. und fahre immer mit dem Rad herum. Also grundsätzlich, Innsbruck ist eine kleine Stadt. Da kann man mit dem Rad überall hinfahren eigentlich. Das wird in New York also schwieriger sein. Und natürlich, ich werde mich da auf eine ganz neue Welt einstellen müssen jetzt. Da wird sich nicht nur im Football jetzt alles ändern oder einiges ändern, sondern auch von den Lebensbedingungen her, sage ich mal. Aber ich bin sehr gespannt, wo es mich hinbringt und ich glaube, dass ich mir da schon ganz gut reinleben werde. Hast du eine Freundin oder so, die du mitnimmst? Oder gehst du alleine rüber? Hast du irgendwie... Freundin habe ich, älter? Die wird aber nicht dauerhaft mitkommen können, weil sie in Innsbruck dann anfängt zu studieren. Aber, sage ich mal, eine Studienrichtung, wo sie dann doch oft rüberkommen kann. Also realistischerweise September, vielleicht noch im November mal und dann Ende des Jahres, sage ich mal, nach Weihnachten dann. Bevor ich dann schon wieder zurückkomme. Also es ist nicht eigentlich so schlimm, sage ich jetzt mal, wie man sich das vorstellt, weil eine Football-Saison ist ja nicht das ganze Jahr. Von dem her, glaube ich, geht das ganz gut. Sandro, jetzt, das Ganze heißt ja mal Real Talk. Das heißt, wir wollen ja jetzt auch mal ehrliche Antworten haben. Du hast jetzt in Europa auf dem höchsten Level gespielt und warst einer der Top-Spieler in Europa auf deiner Position. Jetzt gehst du in die NFL. Vor was hast du am meisten Respekt oder auch vielleicht ein bisschen Angst, und da Hand aufs Herz, wenn du ans erste Training Camp denkst? Du hast noch nie ein NFL oder NFL Europe Training Camp erlebt. Der da dir sozusagen neben mir oder über mir sitzt, Björn Werner, der kennt das Ganze, der wird dir sicherlich das ein oder andere noch erzählen, dass da geht es ein bisschen anders zu. Gibt es da irgendwas, wovor du, ich will nicht sagen Angst, aber schon ein bisschen Respekt und ein mulmiges Gefühl hast? Ja, du hast es schon gut gesagt. Also Angst habe ich, glaube ich, keine. Ich versuche absolut das Ganze zu vermeiden, dass ich nicht rübergehen muss. Und ich weiß auch, ich muss auch nicht rübergehen und Angst haben vor irgendwem. Aber Respekt habe ich auf jeden Fall. Also es wird auf jeden Fall alles schneller sein. Ich glaube, das muss ich einfach anpassen, dass die ganzen Reads viel schneller passieren. Von Run-Plays bis Pass-Plays bis Checkdowns und was auch immer. Der Ball wird noch ein bisschen schneller fliegen wahrscheinlich. Also es geht einfach alles schneller und da muss ich mich anpassen und das braucht wahrscheinlich auch eine Zeit. Und wie auch die Spielzüge. Also ich glaube, was ich immer so mitgekriegt habe, die Spielzüge in der NFL werden ja immer sehr genau angesagt und demnach sind sie auch sehr, sehr lang. Das heißt, dann werde ich mal schauen müssen, mir an das neue System zu gewöhnen. Ich glaube, das ist für jeden College-Spieler schwer. Einfach mal von so einem, sage ich jetzt mal, kurzen Play-Call so einem ewigen Play-Call, wo man erstmal raushauen muss, was man jetzt selber machen muss, dass man da dran gewöhnen muss. Das wird auf jeden Fall, also ich glaube, Playbook und der Speed, das werden die zwei Sachen sein, die der größte Unterschied sind. Ja, du spielst ja auch in einer Positionsgruppe, die natürlich auch nicht einfach ist, was die physischen Voraussetzungen betrifft. So, du musst den Ball laufen, da warten dann Björn Werner und Grüße auf dich. Im Blitz-Pickup, im Pass-Protection kriegst du große Linebacker. Das ist ja, das hast du in Europa erstklassig gemacht. Gibt es da schon mal so einen Gedanken? Hast du schon mal geguckt in der NFL, okay, wer ist auf dem Roster bei den Giants? Der wiegt vielleicht 115 Kilo, auf den könnte ich mal treffen. Ah, meine Güte, das kann interessant werden. Oder blendest du das völlig aus und sagst, hey, über die Brücke gehe ich, wenn es soweit ist? Ja, also ich habe den Roster, habe ich schon mal relativ genau eigentlich angeschaut. Ich habe ja kein Playbook noch. Das heißt, ich habe eigentlich recht viel Zeit und habe mir mal angeschaut, dass ich zumindest einmal die ganzen Namen von den Spielern kenne.
Und demnach weiß ich auch, ich meine, die sind natürlich, haben sie alle große Size, aber ich glaube im Training, wenn es im Training einmal wirklich Vollkontakt gibt, ich meine, ich kenne es nur bei den Raiders und auch vom College-Football weiß ich, dass es, und auch von NFL teilweise, zumindest bei den Trainings meistens nicht Vollkontakt ist, sage ich mal, to the ground. Das heißt, da bin ich eigentlich froh, wenn ich jetzt einmal, sage ich jetzt mal, einen harten Hitter im Team habe, weil da muss ich nicht gegen ihn spielen. Aber oder nur gegen ihn trainieren, sage ich mal. Aber ich glaube, ich werde mich einfach da nicht verstecken, werde einfach da mein Bestes geben. Ich werde mich da schon gescheit reinhauen, dass ich mal ein bisschen Respekt kriege. Weil das ist ja bei den Raiders auch so. Wenn man da neu reinkommt, dann kriegt man einmal eine Nuss vom Linebacker, glaube ich, am ersten Mal. Eine Nuss! Eine Nuss, ja. Sag jetzt mal. Und wenn man schon ein bisschen sich etabliert hat, sage ich jetzt mal beim Team und die Leute einen kennen, dass man einen guten Job macht, dann gehen sie da ein bisschen locker ran. Und ich glaube, dass das dort auch so sein wird. Also, da werde ich mir einfach meinen Respekt einmal gewinnen müssen und sagen müssen, dass ich für meine guten 90 Kilo doch ein bisschen was drauf habe. Und dann. Ja, du sagst es gerade, ne? Der ärgerst aber auch, ne, Patrick? Der hat die richtige Meinung. Ich mag mir die Antworten, die du sagst, darfst du nicht verstecken. Jeden Tag, das sind auch nur Menschen, ne? Das sind auch nur Menschen, die können auch nur Football spielen. Gehst da rein, jeden Tag gibst du Gas und zeigst, wer der Junge aus Österreich ist, ne? Das ist mega geil. Hast du, nochmal zurück zur IMG Academy Florida, ich bin gerade voll nochmal gespannt, wie deine Erfahrung dort war. Da hast du Jakob Johnson dort kennengelernt? Hast Moritz, waren die alle auch dort, während ihr euch vorbereitet hattet? Die ganzen anderen aus Deutschland? Der Moritz war wochenlang dort, fast die ganze Zeit. Der Jakob Johnson war, glaube ich, nur eine Woche, wenn ich mich nicht täusche. Aber hat auch im gleichen, sage ich jetzt mal, Apartment gewohnt wie ich in der Zeit, wo er dort war. Und deswegen habe ich mich viel mit ihm ausgetauscht eigentlich. Ist er auf jeden Fall ein sehr freundlicher Typ und hat auch schon sehr viel gelernt, sage ich mal. Und weiß, wie es dort läuft. Erzähl mal kurz den Ablauf. Wann wusstest du genau, dass du einen von diesen Spots bekommst? Zweitens, wer hat dich angerufen? Hat die New York Giants, hat dich einen Head Coach, einen Running Back Coach? Wer hat dich kontaktiert und gesagt, hey, du bist jetzt ein New York Giant? Erzähl mal das mal ein bisschen. Okay, ja, das war ein bisschen später dann. Also, wir haben erfahren, welche Division es sein wird, wo wir zurückgeflogen sind, also dann Ende März. Da haben wir schon gewusst, aber wir haben dann natürlich daheim bis zum Draft warten müssen. Also fünf Wochen, glaube ich, waren es, oder sechs, wo wir dann praktisch einfach ein bisschen daheim trainiert haben. Wir haben nicht gewusst, schaffen wir es ins Programm oder nicht? Zu welchem Team schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Das war ja rein rechnerisch was 50-50 circa. Man hat dann schon ein ganz gutes Gefühl gehabt, weil ich mir gedacht habe, ich habe mich schon, vor allem für das, wie es mit dem Knie dann war, habe ich eigentlich mein Bestes gegeben und ich war eigentlich von den Testingwerten, obwohl es ja so plötzlich gekommen ist, das war ja recht schwierig. Plötzlich in der Früh heißt, wir machen nicht in zwei Wochen, wir machen heute Testing man hat 8 Wochen Training in den Beinen, hat sich da nicht wirklich erholt, was eigentlich nur geplant gewesen wäre, dass man da ein bisschen frischer wird und muss dann das Testing machen. Und von dem her war es natürlich für alle schwierig, für alle von uns Neuen. Von dem her ändert es ja nicht wirklich was, nur dass die Werte ein bisschen, sage ich jetzt mal, niedriger sind, als man sie vielleicht erhofft hat. Aber sie waren dann doch ähnlich oder teilweise sogar besser wie in Deutschland. Auch, sage ich jetzt mal, was nach der Knie-OP und nach für das, dass man keine frischen Beine gehabt hat, ein gutes Zeichen ist. Und ich habe eigentlich ein gutes Gefühl gehabt. Ich habe keinen Ball fallen lassen und eigentlich alles gemacht beim Pro Day und generell in den 8 Wochen, glaube ich, was ich machen hätte können. Ich habe kein Training verpasst und immer natürlich mal eben einen tollen Running Base Coach auch gehabt. Also ich glaube, ich bin schon mit einem guten Gefühl zurückgekommen und habe gedacht, zumindest, wenn ich es nicht geschafft hätte, dann hätte ich zumindest alles gegeben. Und habe dann den Anruf eben erst nach dem Draft bekommen, direkt nach dem Draft, mitten in der Nacht, dass ich es sozusagen geschafft habe und dann am Montag drauf erst den Anruf von den Giants, dass es die Giants sind. Wer hat dich denn angerufen? Erzähl. Von den Giants? Ja, von den Giants. Ja. Der Kevin Abrams, der ist Assistant GM, glaube ich, oder so. Okay. Also nicht der Head Coach selber hat mich nicht angerufen. Okay, Kevin Abrams. Patrick, kennst du den? Weißt du gerade, wer Assistant GM? Oder doch gerade gesagt? Also, habe ich gerade gesagt. Wahrscheinlich Assistant GM, aber. Ja, das ist wahrscheinlich für Pro-Player-Personal zuständig. Und wo du den Anruf bekommen hast, bring uns nochmal zu dem Tag. Hast du geweint? Hattest du eine Träne im Auge? Also, ey, du kannst Mann genug sein. Es ist okay. Ich habe auch geweint, wo ich den Anruf bekommen habe. Patrick tut immer auf Haken, dass er nicht weinen würde. Warst du so glücklich, dass dir eine Glücksträne gekommen ist? Nein, Sandro hat nicht geweint, weil er weiß, dass er mich
das Ende seiner Karriere. Das ist noch nicht das Ende, es geht erst los, Sandro. Ja, komm, eine Glücksfreude. Also, ich habe über das mit dem Sean schon geredet bei seinem Podcast, der also auch gesagt hat, also das war eine typisch Tiroler-Reaktion, die ich gebracht habe, sage ich mal. Also ich habe nicht geweint und ich habe jetzt auch nicht, bin jetzt nicht komplett eskaliert, sondern ich habe gesagt, ich war halt natürlich schon kurz überrascht, nicht überrascht, aber froh, erleichtert vor allem. Und dann habe ich gleich noch gesagt, ja, ich kann es kaum warten und danke für die Chance und ich werde sie nicht enttäuschen und ich gebe mein Bestes und so. Das ist also, eine typische Tiroler. Ja, also sag jetzt mal eher so, der Sean hat es, sag jetzt mal so erklärt, so zuerst so, oh wow, ich hab's geschafft. You won't regret that decision. Und das, in die Richtung hat. Er meint, das ist so die Tiroler Reaktion. Okay. Und so was. Gefällt mir. Nicht, I like. Ja, ihr seid die Harten, ne? Ey, ich hab. Ey. Das hat nichts mit Hart zu tun. Ich war so, für mich war das life-changing. Das so eine, so, auch für dich. Ne? Das ist, aber ja. Sandro. Der Unterschied ist, ja? Der Typ, ich weiß nicht, wo er neben mir sitzt. Ja, die sehen das ja nicht, die Leute sehen das nicht so. Der hat auch ein paar Millionen Gründe bekommen zu weinen. Du kriegst einfach nur die Chance. Oh Mann. Ja, nein, aber... Es war schon auch so, man muss sagen, man hat es dann irgendwo schon erwartet, weil ich hab zwar alle den Kontakt mit den anderen eher so vermieden, kurz davor, weil ihr nicht wissen wollt, wenn jemand schon Details weiß oder so. Aber ich hab zwei Pakete bekommen, die ich nicht aufmachen habe dürfen und ich habe sie nicht bestellt gehabt. Also das war, glaube ich, ein gutes Zeichen. Dann habe ich schon Nachrichten von einem anderen gekriegt, die glauben, dass sie es nicht geschafft haben. Alles Gute, weil sie schon ziemlich sicher waren, dass ich es geschafft habe. Also man ist dann nicht mehr ganz so überrascht, sage ich jetzt mal, in den Anruf reingegangen. Man hat schon fast erwarten können. Übrigens, Markus Kuhn war auch beim Anruf dabei, den kennst du ja wahrscheinlich. Ja, Markus Kuhn hat angerufen? war dabei, ja. Also geil. Das war ein Konferenzcall mehr oder weniger. Mega geil. Du hast zwei Pakete bekommen, wo wahrscheinlich eine Mütze drin waren und ein Trikot oder sowas, aber die hast du nicht aufgemacht. Die haben gesagt, mach es nicht auf und du hast dich daran gehalten, ja? Ich habe mich dran gehalten, aber es hätte mir auch gar nicht gebracht. Es waren vier Kappen drin. Also so, ich habe dann nur die Kappe genommen, die dann wirklich von den Giants war. Ach so, okay. Hätte mir gar nichts gebracht. Und in der anderen war halt Kamera-Equipment, sage ich jetzt mal so, Licht und Mikrofon und so dabei, dass man das Ganze filmen kann. Aber Sandro, jetzt muss ich natürlich nochmal fragen. Wenn du dir eins der 32 NFL-Teams hättest aussuchen können, welches hättest du genommen? Die Giants. Sag die Giants. Die Frage ist schon. Wir sind ja unter uns, dann lass ihn doch. Unter uns plus, was weiß ich, wie viele Views. Die Frage habe ich schon oft gestellt gekriegt und ich habe das eigentlich nie so beantwortet im Sinne, also ich bin ein Saints-Fan eigentlich, habe die Saints immer ganz gerne zugeschaut, aber ich würde jetzt nicht lieber bei den Saints spielen, weil ich bin jetzt lieber, sage ich jetzt mal, bei einem der kleineren, aktuell zumindest kleineren Teams, die eher so im Rebuilding sind, weil mit neuem Headcoach, neuem OC habe ich vielleicht jetzt mehr Chancen, als wie wenn ich jetzt zu den Kansas City Chiefs komme, die jetzt Super Bowl gewonnen haben, wo es sicher nochmal schwieriger ist, sich zu etablieren, weil da schon, sagen wir mal, das Programm perfekt läuft, so fast wie es ist. Von dem her wären die Giants sicher eins von der engeren Auswahl gewesen, wenn es jetzt um die Teams geht. New York ist eine Megastadt. Ich glaube, New York ist auch wahrscheinlich die näheste Stadt zu Österreich. Also der Flug und die Zeit, der Zeitunterschied ist sehr gering. Von dem her ist auch nochmal gut. Also ich glaube, ich hätte mir jetzt generell kein Team ausgesucht. Ich hätte einfach mal auf die Runways geschaut und auf die Coaches, wer mich am liebsten möchte. Und dadurch, dass die Giants mich scheinbar am liebsten wollen haben von den vier Teams, sind die Giants mit Sicherheit das richtige Team. Und da stimmt auch vieles andere. Also auf jeden Fall bin ich sehr happy. Sehr gut. Herr Werner, noch welche Fragen? Ich habe alle Fragen losgeschossen. Ich drücke dir die Daumen, Mann. Ich drücke dir die Daumen. Wir werden dich verfolgen. Wenn ich nicht verfolge, wir werden deine Karriere verfolgen. Geil. Hast du, warte, noch eine Frage. Hast du schon irgendwie Kontakt mit irgendwelchen Teammates? Machst du schon Zoom-Meetings mit den OTAs? Weißt du, wann du dein erstes Zoom-Meeting hast? Ist das schon irgendwie... Ja, wir haben das Rookie-Zoom-Meeting gehabt für alle NFL-Spieler dabei, wo der Gardner Minshew ein bisschen, oder generell Leute von der NFL, sage ich mal, Spieler, die uns Tipps gegeben haben für das Rookie-Jahr. Ich habe mit dem Running-Base-Coach schon telefoniert und mit ein paar anderen vom Player-Engagement oder Player, was weiß ich, wie das heißt. Player-Engagement, ja. Positionen, die was wir bei den Raiders nicht haben. Und ja, also... Mit dem Coach habe ich noch nicht telefoniert, wie gesagt, und es ist rechtlich ein bisschen eine schwierige Situation, weil ich darf in Österreich scheinbar den Vertrag nicht unterzeichnen. Da gibt es irgendwie so Probleme und da seien die Giants auch recht genau.
Das heißt, ich muss dann früher oder später rüberfliegen, den Vertrag unterzeichnen, dann nochmal retour wegen dem Visum und dann das neue P-Visum beantragen. Also ist recht kompliziert. Und ich darf deswegen auch noch nicht bei den Meetings dabei sein, was ein bisschen anstrengend ist. Also ich kann eigentlich fast nichts machen bis jetzt. Ist das gerade wegen der Corona-Krise so oder ist es generell so, dass Österreich, was ist da genau jetzt das Problem, dass du nicht den Vertrag unterschreiben kannst? Es ist generell so, dass man scheinbar nur in den USA den Vertrag unterzeichnen darf. Vielleicht machen Teams manchmal Ausnahmen, weil sie das nicht so genau nehmen, aber rein rechtlich gesehen ist es scheinbar so. Und ist wichtig, ohne Corona wäre ich jetzt schon drüben und hätte es schon unterschreiben können. Okay. Also im Grunde wäre ich jetzt schon drüben gewesen und dann wäre das Ganze schon angelaufen. Und hätte wahrscheinlich mein iPad gekriegt mit dem Playbook und so. Das ist jetzt alles, das verzögert sich einfach alles. Und ich weiß auch nicht, bis wann. Also wie es beim David ja schon ist, glaube ich, bei dem ist es ziemlich gleich. Genau, ja, das hat er auch gesagt. Ihr wartet jetzt einfach, ne? Ihr wartet, bis der Anruf kommt und sagt, komm, steig in den Flieger, komm rüber, ne? Sandro, bevor wir dich jetzt gleich entlassen, muss ich dir natürlich noch fragen, du bist durch und durch Tiroler, durch und durch Sparko Raider. Wie war es denn mit deinen Teammates? Wie haben die reagiert? Die werde ich sicherlich schmerzlich vermissen. Ihr spielt ja keine Saison in Österreich. Ist die Saison abgesagt? Oder wie ist da der Stand der Dinge in der österreichischen Liga? Und wie war die Reaktion deiner Teammates? Ich habe sehr viele Nachrichten natürlich gekriegt und Gratulationen. Und die stehen alle hinter mir. Und ich glaube, natürlich mit einem bisschen am traurigen Auge werden es auch viele ansehen oder Coaches auch. Aber ich glaube, dass da auf jeden Fall die Freude da überwiegt. Also es bringt ja fürs Programm allein schon auch schon sehr viel, da ich sozusagen, sage jetzt mal, den Namen der Raiders und generell das Ganze da repräsentieren kann drüben. Das ist ein Riesenerfolg, den ich da habe und der schadet jetzt den Raiders auf Dauer wahrscheinlich weniger, als dass es ihnen bringt. Und die Teammates stehen, wie gesagt, alle hinter mir. Und die Saison ist jetzt momentan abgesagt. Ich glaube, sie bahnen eine Saison im Herbst an, wollen da gerade evaluieren, wer da überhaupt zur Verfügung stehen würde, ob man da verkürzte Sache machen könnte. Ist alles ein bisschen schwierig, auch mit den Imports und so weiter. Also wie das genau läuft. Sind die Imports jetzt eigentlich, eure Imports da oder sind die wieder zurückgegangen? Der Sean lebt ja da, die anderen sind wieder zurückgegangen. Also. Ja, ihr seid ja bei den Raiders auch in der Umbruchphase. Schumann Fatah ist ja jetzt in Hildesheim. Wer ist euer Head Coach? Es ist der Kevin. Kevin Herron, ja. Kevin Herron, guter Mann. Guter Mann. Grüß ihn mal, du siehst ihn ja wahrscheinlich. Grüß ihn mal, bitte lieb von mir. Ja, Björn, wenn ich mal wieder sehe. Ja. Wenn du dich mal wieder siehst. Moment. Sandro, ist was? Die Giants rufen an? Deuces, I'm out. So, also, hast du noch was, Björn? Ich habe nichts mehr. Ich danke dir, dass du hier warst. Mega geil. Ja, wir danken dir für deine Zeit. Ich glaube, ganz Football, nicht nur Football Deutschland, sondern Österreich, Schweiz und Deutschland sind alle stolz auf dich, weil du repräsentierst natürlich den deutschsprachigen Raum hier mit. Insofern werden wir dich natürlich stalken und verfolgen. Und wir hoffen ja, dass wenn du bei den Giants bist, dass du uns nicht vergisst. Ne? Wenn wir dann mal wieder sagen, so, können wir mal ein Zwischenfazit ziehen, wie lief Camp nicht, dass du sagst, Björn Wehr, Patrick E., was? Warte, er schreibt zurück, new number, who this? Nein, so sind Tiroler nicht. Und dann wieder Tom Brady jetzt in Tampa Bay mit die Gold Chains, bin ich da. Oh, geil. Also, du, ich werde meine Herkunft behalten, auf jeden Fall. Ich werde ein Tiroler bleiben. Und so, das Ganze wir brechen gleich ab jede Sekunde, weil wir das Programm hier haben. Wir danken dir, Sandro. Danke. Alles Gute, wir drücken dir die Daumen. Ja, irgendwelche letzten Worte. Tschö, mit dir.